solange nicht eine völlige Gleichstellung da ist zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung hier in Deutschland, auch in Deutschland, Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Menschenrechte heißt, dass wir vor 10 Jahren die UN-Charta für behinderte Menschen verabschiedet haben und anerkannt haben hier in Deutschland. Und gleichwohl ist es noch immer nicht selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben teilhaben, und zwar gleichberechtigt teilhaben dürfen. Es ist noch immer nicht selbstverständlich, dass Menschen, alle Menschen mit Behinderung, selber wählen können, wo sie wohnen wollen. Es ist nicht mal selbstverständlich in diesem viertreichsten Land auf dieser Welt, dass Menschen, die einen Rollstuhl brauchen, ohne Not einen Bürgersteig hochkommen. Das ist es doch. Inklusion nicht vollständig erreicht ist, sind die Menschenrechte nicht umgesetzt.